Hallo, ihr Wundervollen, hier ist wieder die Party mit einer Wochenbotschaft. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir gemeinsam in die Karten schauen, was die kommende Woche so mit sich bringt. Ich fühle ja immer schon vorher die Energie und ich kann schon mal sagen, was ich fühle, ist hier so eine Energie von Freude. Wir werden irgendwie alle ganz viel Spaß haben. Das ist, was ich reinbekomme. Freude, ich kriege so das Wort rein, quick, lebendig sein, ja. Vielleicht auch viel den Körper zu aktivieren auf eine gute Art und Weise. Ja, eine sehr, sehr schöne, sehr lebendige, erquickende Energie. Das ist, was ich schon mal reinkriege. Ich bin ganz gespannt, was auch die Karten sagen. Bevor wir jetzt aber mit den Karten arbeiten, habe ich eine Ankündigung und ich freue mich so sehr. Denn das ist jetzt etwas, was ich dir sagen werde, was wirklich über Nacht geboren wurde sozusagen. Super spontan, aber wo ich einfach gefühlt habe, das ist jetzt dran. Und zwar wird es von mir, mit mir, ab Freitag einen 4-Tages-Workshop geben zum Thema Magical Manifesto. Also magisches Manifestieren, wie du das tust. Ja, da werden wir 4 Tage einsteigen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird der absolute Burner, das wird die Party des Jahres, das wird Glitzerstaub, das wird Einhornpower. Nein, ich bin gar nicht so die Einhorn-Tante, ja, aber damit du weißt, was ich meine, ja, das wird einfach magisch, das wird wirklich absolut grandios und wir werden wirklich so viel für dich verändern in diesen 4 Tagen, wenn du bereit bist, dabei zu sein und wenn du sagst, komm, ich gehe da all in und ich investiere jeden Tag 90 Minuten meiner Zeit. Wir werden circa 1 Stunde bis 90 Minuten gemeinsam live sein. Und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Übung, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag. Also 90 Minuten solltest du dir einplanen am Tag für dich in diesen 4 Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag. Und du solltest bereit sein, 22 Euro in dich zu investieren. Das ist der Preis, der gilt nur jetzt für die ersten 48 Stunden. Danach steigt der Preis. Und es wird hier keine Ankündigung mehr geben, dass der Preis steigt, sondern the time is now, 22 Euro, dann wird der Preis raufgehen. Sei dabei, investiert es in dich, nutzt es. Jetzt gerade, jetzt kommt dann langsam auch der Herbst, wisst ihr, und dann verfallen wir manchmal in so ein kleines Löchlein, ja. Nein, du machst es dieses Jahr anders, ja. Und ganz egal, wo du stehst, ob du jetzt in deinem Business was verändern willst, im Bereich Liebe und Partnerschaft oder in der Gesundheit, alles steht und fällt mit diesem Fundament des magischen Manifestierens, was ich dir erklären und lernen werde in diesen 4 Tagen. Ja. Ich bin eine sehr gute Lehrerin, das kann ich wirklich sagen. Ich kann das sehr gut rüberbringen, sodass wirklich jeder es versteht, dass jeder mitkommt und gleichzeitig aber auch großes Wachstum passiert. Ja, ich bin nicht langsam, ich gehe da schon zackig durch und möchte auch, dass du wirklich möglichst viel Impact bekommst und viel umsetzen kannst. Und das Ganze aber eben mit ganz viel Magie. Wir werden auch mit dem Tarot arbeiten. So viel sei ich schon verraten. Guck dir einfach den Link an, da findest du alle Informationen. Und dann sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen an die Ersten. Ich fühle euch schon, ich fühle euch. Ja, ich kann es kaum erwarten. Was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Ich bin ja selber so gespannt, weil ja der Workshop stattfindet. Ja? Also was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? So, und wir haben 2 Karten. Ich werde noch nicht darauf eingehen, sondern wir ziehen erstmal noch die Orakelkarten. Aber das ist schon mal eine spannende Kombination. Wir schauen noch ins Engel- und Ahnen-Orakelkarten-Set rein. Okay. Wir haben den Gestaltwandler. Und dann gucken wir noch. Welches Krafttier möchte dich denn begleiten? Was ist denn das Krafttier für die Woche? Wow, ich liebe den Koala. Und dann möchte ich noch als allerletztes gucken, welche Facette von dir spielt jetzt hier eine Rolle in der kommenden Woche. Dann haben wir hier schon mal ganz viele Informationen. Wow, yes. Okay, guckt mal, wir haben echt eine, also wirklich magische Karten hier. Und zwar,
Fangen wir mal an hier mit den Tarotkärtchen. Ja, wir gucken erstmal mit den Tarotkarten. Wir haben die Fünf der Stäbe und den Eremiten. Und das zeigt mir, dass es hier etwas gibt, wo du dich jetzt durchsetzen darfst. Ja, in der kommenden Woche geht es jetzt darum, deinen Platz einzunehmen, dich durchzusetzen. Und zwar jetzt nicht mit Gewalt. Nicht mit Gewalt, sondern durchsetzen meine ich, dass du erkennst, was dein Weg ist, dass du erkennst, was der Sinn deines Lebens ist, dass du erkennst, wo dein Pfad eben lang führt und wo du auch sagst, da lasse ich mich nicht abbringen. Ja? Also entweder kommt ihr mit oder halt nicht, aber das ist mein Pfad und ich weiß, dass ich das schaffen kann. Und das ist die Energie, wirklich deine Einzigartigkeit zu erkennen. Hier geht es um ein Thema, wo du deinen Wert, deine Einzigartigkeit erkennst. Es kann natürlich auch in Liebe und Partnerschaft sein, dass es hier einen Konflikt gibt und dass es darum geht, dass du bei dir bist und dass du deinen Wert erkennst und dich nicht zu sehr von deinem Weg abbringen lässt, nur um der anderen Person zu gefallen, aber auch im Business, ne? Dass es hier wirklich darum geht, wir gehen gleich noch in die Lebensbereiche rein. Es geht allgemein in dieser Woche wirklich darum, dass du dein Standing findest, deinen Platz, dich selbst erkennst. Das ist, was ich höre. Erkenne dich selbst. Erkenne deinen Wert. Ja. Und erkenne, was jetzt. Ups. Ja, sag einmal, ich bin aus allen Wolken gerade gefallen. Das war mein Wecker, aber ich bin heute so viel früher aufgewacht. Huh, ich bin heute um 5 schon aufgewacht. Das wäre jetzt mein Wecker gewesen. Wir haben jetzt nämlich 6 oder 6:30. Boah, jetzt hat es mich gerissen. Dich vielleicht auch. Und das ist gut, denn vielleicht war das der Wake-up-Call. Wake-up-Call, ja, dich jetzt selbst zu erkennen, deinen Wert und dafür einzustehen. Und mit dem Eremiten habe ich hier auch, dass es durchaus sein kann in der kommenden Woche, dass du dir immer wieder Zeiten einplanst, nur für dich. Nur für dich, wo es nur um dich geht. Das kann auch der Workshop zum Beispiel sein, wo du einfach sagst, da ist mein Handy aus und da, ne, spreche ich mit niemandem und die Zeit plane ich mir ein und da geht es nur um mich, nicht um die Kinder, nicht um den Mann, um niemanden. Ja? Also das haben wir hier so als Energie, Zeit für dich dir zu nehmen. Dann haben wir hier den Gestaltwandler, verwandle und enthülle deine Gaben. Das ist genau, was ich sage. Es geht darum, eine neue Gestalt anzunehmen. Es geht jetzt wirklich darum, dich zu transformieren, weil in dir lebt es schon, dieser Wert und dieses, was du alles zu geben hast. Und jetzt geht es darum, dich zu verwandeln, sodass es auch andere erkennen können. Deine Gestalt zu verwandeln im Außen, ja, damit es sichtbar wird, damit andere dich erkennen können in deiner neuen Gestalt. Und dann haben wir mit dem Koala hier wirklich der All Geist hat einen Plan und hier geht es um deinen Seelenplan und hier geht es darum, sehr seelengeführt zu sein und in dieser Woche werden dir Dinge begegnen, die dich alle auf deinen Seelenweg bringen und vielleicht sind es manchmal Dinge, wo du denkst, was soll denn das jetzt? Es gibt hier einen Plan dahinter, einen größeren Plan, den du gar nicht immer jetzt schon erkennen kannst, aber wisse, wenn etwas passiert, wo du denkst, was soll das oder soll ich wirklich? Der Allgeist hat einen Plan, ja. Es geht hier wirklich um eine Bestimmung. Und dann haben wir nämlich auch noch die Frau, die präsent ist, die im Hier und Jetzt lebt, ja. Die im Now ist, ja. The power is now, the time is now, habe ich vorher gesagt. Ja, die Zeit ist jetzt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, ganz bei dir zu sein. Sie ist bei sich. Sie ist nicht bei anderen Dingen, sie ist nur bei sich. Und sie investiert in sich und sie nimmt sich Zeit für sich und sie erkennt dadurch auch ihren Wert. Und sie ist sich ihrer selbst bewusst, ja. Sie ist sich ihrer selbst gewahr, Gewahrsein. So das Wort höre ich noch. Dir deiner selbst gewahr werden. Wow, mega. Also da haben wir schon mal eine spannende Energie. Und jetzt würde ich gerne reinschauen. Und zwar erstmal, ihr wisst es schon, wir gucken einmal in den Bereich Vitalität, Körper und so weiter. Dann schauen wir einmal in den Bereich Business, Geld, Berufung und Beziehung, Liebe, Partnerschaft. So, einmal bitte die Informationen fürs Kollektiv, für die kommende Woche zum Thema Körper, Vitalität, Gesundheit im weitesten Sinne natürlich. Es ist jetzt hier keine Gesundheitsberatung, aber im weitesten Sinne natürlich Wohlbefinden. So. Okay, wir haben hier einmal die 6 der Münzen und das Ass der Stäbe. Und
es wird dir etwas gegeben. Auf körperlicher Ebene wird dir irgendwie etwas gegeben, etwas offenbart. Es könnte jetzt sein, dass eine Freundin zum Beispiel sagt, hey, hast du Lust, mit zum Sport zu gehen? Und diese Einladung oder dieses Geschenk oder ne, vielleicht sagt jemand, hey, hast du Lust, irgendwie mit mir einen Ausflug zu machen? Irgendwie sowas, ja? Jemand gibt dir etwas, jemand lädt dich wohin ein, jemand will dir etwas reichen, jemand will dich vielleicht auch unterstützen, ja? Auch das kriege ich hier rein. Aber auch, dass du dich selbst nährst, unterstützt, dir selber Gutes tust, ja? Auch das höre ich so, dir selber Gutes tun, dich mit guter Nahrung nähren, dich gut um dich kümmern. Dir selber Einladungen aussprechen für Dinge, die deinem Körper gut tun. Und mit dem Ast der Stäbe habe ich hier wirklich die Energie, dass da dadurch etwas Neues entstehen kann und eine neue Power durch deinen Körper fährt, ja? Durch dieses, dass jemand sich um dich kümmert, dass du dich mal zurücklehnen kannst oder dass du dich eben gut um dich kümmerst, bekommst du so eine neue Energie in deinen Körper. Und was mir hier auch angezeigt wird, ist, dass du dich vielleicht aktuell oder in der Vergangenheit ein bisschen kraftlos gefühlt hast, ein bisschen antriebslos. Da kommt eine ganz neue Motivation und die kommt wirklich durch den Körper, wo du das Gefühl hast, boah, die Hände fangen an zu kribbeln und da ist wieder was los in meinem Körper und da bekomme ich so einen Auftrieb. Für den einen oder anderen, der gerade so ein bisschen mit Kälte zu tun hat, also irgendwie kalte Füße, irgendwie wirklich, irgendwie, man hat so das Gefühl, ach, der Körper ist irgendwie so kalt und abends brauche ich zwei Decken und Tee und ne, all das kann durchaus sein, dass das eine Kälte in deinem Körper ist, die auch natürlich auf emotionaler Basis herrührt, dann habe ich auch hier das Gefühl, in dem Moment, wo jemand dir Gutes tut oder du dir selber, kommt wieder das Feuer in dich. Also das Feuer wird wieder entzündet. Das ist, was ich höre. Es kommt wieder mehr Beweglichkeit in deinen Körper dadurch, ja. Was bei manchen hier auch zutreffen kann, musst du immer selber reinfühlen, was für dich natürlich stimmig ist. Aber natürlich kann es auch sein, dass du jemandem hilfst. Ist die Frage, die meisten Frauen sind immer sehr gebend und helfen eh schon viel. Deswegen trifft das eher nur auf die unter euch zu, die sagen, boah, ich habe jetzt lange mich nur auf mich fokussiert und jetzt fange ich mal wieder an, jemandem etwas zu geben, jemanden zu unterstützen und das wiederum gibt mir Energie in meinem System. Also auch das sehe ich hier. Bei den allermeisten 80%, aber definitiv. Du bekommst und es geht um das Thema Empfangen. Kannst du auch deinem Körper erlauben zu empfangen, wenn jemand ihm Gutes tut oder du dir selber mit einer heißen Badewanne oder mit einer Massage oder mit ein paar Dehnübungen, ja? Was kannst du dir selber Gutes tun und was kannst du vielleicht auch zulassen, was andere dir geben wollen? So, schauen wir mal mit den Lennys rein. Ja, wir haben hier einmal die Mäuse, die kleinen Mäuse und dann haben wir einmal einen Brief. Also, das ist so, du weißt eigentlich schon längst, entweder was du dir selber geben solltest, was du anderen geben solltest, oder du weißt eigentlich schon längst, dass jemand dich die ganze Zeit eigentlich unterstützen will. Ja? Du weißt es. Und es ist immer wieder, ne, knabbert es so an dir und es ist so, ich weiß, eigentlich müsste das mehr zulassen oder ich weiß, eigentlich müsste das und das für mich tun, aber du tust es nicht. Ja? Hier habe ich aber eben jetzt diese Verwandlung, dass du es jetzt tust, das, was schon lange so ein bisschen arbeitet, unbewusst, ja. Und mit dem Ast der Stäbe und dann dem Brief drunter habe ich wirklich, dass da eine neue Energie in deinem Körper freigesetzt wird, die wiederum dazu führt, diese neue Energie, dass du mehr, wie soll ich sagen, mehr wieder Lust auf Austausch hast. Das ist, was ich höre. Mehr Lust auf Austausch, mehr Lust auf Begegnung, mehr Lust auf Miteinander, mehr Lust, dich zu öffnen, mehr Lust auf wirklich gute, lange Gespräche, weil vielleicht hast du dafür gerade gar keine Kraft mehr. Ja, das kriege ich hier so rein, dass du dafür gar keine Kraft mehr hast. Und das darf sich und wird sich verändern. Wow, ganz schön. Finde ich richtig toll.
Vielleicht darfst du auch einfach das Geschenk zum Beispiel vom Workshop annehmen, ja. Oder einfach sagst, boah, ich nehme das an, ja. Und ich gehe da wieder in eine neue Energie rein und tausche mich mit Teilnehmern aus. Könnte jetzt hier sein, ja. Kann natürlich auch was anderes für dich sein. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier auf der Ebene? Berufung, Geld, Business. Einmal bitte die Informationen. Einmal bitte die Informationen. Die will raus. Das hat sie mir zugerufen. Ui, den Gehängten und die Königin der Münzen. Mit dem Gehängten und der Königin der Münzen habe ich eine ganz deutliche Botschaft. Hier ist etwas in deinem Business, was jetzt oder in deinem Job oder auf finanzieller Ebene, wo du einfach sagst, es ging nicht vorwärts in der letzten Zeit und es geht gerade nicht vorwärts und es stagniert und es ist irgendwie anstrengend und ich weiß nicht, ja. Vielleicht wehrst du dich auch dagegen und überlegst die ganze Zeit, was kann ich denn tun, damit sich hier wieder was bewegt, ja. Oh, es ist schwierig. Und vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen hängen gelassen beruflich. Ja, vielleicht hast du Arbeitskollegen, die einfach nicht so viel machen wie du und du fühlst dich da einfach hängen gelassen und hast einfach das Gefühl, ganz ehrlich, Leute, so geht nichts weiter. So funktioniert es hier nicht. Auch im Business könnte es sein, dass dich jemand hängen gelassen hat, den Kunde wieder abgesagt hat. All diese Themen, ja. Was ich hier aber auch sehe, ist in der Kombination, wenn du diesen Zustand zulässt und einfach sagst, hey, es ist gerade eine kleine Stagnation. Es geht gerade weder ein noch aus. Ich bin gerade hängen gelassen worden und jetzt lasse ich mich da reinfallen. Jetzt entspanne ich mich da komplett rein, ja, und ich akzeptiere es einfach. Hier haben wir auch die Akzeptanz bei dieser Frau. Sie akzeptiert das hier und jetzt. Und wenn sich da gerade nichts tut, nichts verändert, dann akzeptiert sie das. Und jetzt haben wir was Spannendes. Dadurch aktiviert sie wieder den Geldfluss, die Königin der Münzen. Sie aktiviert dadurch, dass das Geld wieder kommt. Weil, das ist so spannend, die Königin der Münzen ist eine Frau, die weiß, dass alles immer im Zyklus ist. Ja, wie Sommer, so Winter und so weiter. Ja, wir haben die Jahreszeiten, das weiß sie. Sie lebt in der Natur, guck dir das mal an. Sie lebt in der Natur. Ja, du siehst es hier. Sie ist mit ihrem Thron mitten in der Natur. Das heißt, sie weiß ganz genau, jetzt fallen die Blätter, danach kommt der Schnee und so weiter. Sie versteht, wie die Rhythmen funktionieren. Und deswegen ist sie auch entspannt, wenn es gerade mal nicht weitergeht, weil sie weiß, nach Stagnation kommt immer eins. Und das ist Bewegung. Immer. Immer wenn du dranbleibst, kommt danach Bewegung. Und deswegen ist sie super entspannt. Das heißt, ich sehe, hier kommt wieder Bewegung in eine berufliche Angelegenheit, in eine finanzielle Angelegenheit. Hier kommt Energie wieder rein. So, und dann haben wir hier den Blumenstrauß und damit durchaus Einladungen, ja. Eine Einladung, die du erhältst, irgendwo mitzumachen. Eine Einladung von Arbeitskollegen, die sagen, komm, gehen wir essen. Und du nimmst die an und da kann man sich aussprechen, zum Beispiel beim Essen. Es könnte sein, eine Einladung, hier auch wieder der Workshop oder zu irgendeiner Weiterbildung oder ne, auf irgendeinen Trip, wo du irgendwas lernen kannst oder irgendeine Weiterbildung im Kryptobereich oder irgend so etwas, wo du wirklich sagst, komm, ich nehme das jetzt mal an. Das ist der Game Changer, wenn du das annimmst, diese Situation des Hängens zu verändern. Also hier kommt, wird eine Einladung kommen und es liegt natürlich an dir, sie anzunehmen, aber guck mal, was dann da liegt. Wow, der Klee, das Glück, liegt in dieser Einladung. Das Glück liegt da drin und dieses Hängen, sich hängen lassen, es geht nichts vorwärts, verändert sich und das Glück kommt und zwar vor allem auf der materiellen und Geldebene, finanziellen Ebene, beruflichen Ebene. Da kommt was Glückliches auf dich zu, da verwandelt sich was hin zu einer glücklichen Sache. Das kann ich dir sagen. Wow, freue mich. So, und dann schauen wir noch, was haben wir denn bei dem Thema Beziehungen, Liebe, Partnerschaft, ja? Was haben wir denn da? Beziehungen, Liebe, Partnerschaft. Haben wir schon mal die 10 der Münzen. Ich fühle, hier wollen wir noch eine Karte.
Hier wollen wir noch eine Karte, fühle ich. So, dann nehmen wir drei Kärtchen. Ah, okay, okay, okay. Also, auf der partnerschaftlichen Beziehungsebene habe ich hier eine Beziehung, die schon einen gewissen Status erreicht hat. Ich sehe hier eine Beziehung, die sich schon was aufgebaut hat. Das kann freundschaftlich sein, das kann natürlich auch in der romantischen Beziehung sein, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber ich sehe, ihr habt euch was aufgebaut. Das Ganze besteht schon etwas länger. Da ist schon ein gutes Fundament da. Man hat wirklich gemeinsam Erfahrungen gemacht, auch gleiche Werte und man sagt wirklich, hey, man weiß, was man am anderen hat. So, jetzt passiert aber irgendeine Sache in der kommenden Woche, wo sich einer aus dieser Beziehung so ein bisschen rausschleicht. Das heißt, es geht hier nicht ums Schlussmachen, sondern es geht eher so um das Thema, dass eine Person, wahrscheinlich dein Gegenüber, vielleicht bist es aber auch du, mehr zu tun hat, ja, da irgendwie einen anderen Fokus gerade hat. Das kann die Arbeit sein, das kann irgendwas Familiäres sein, das kann was Gesundheitliches sein. Und diese Person ist damit gerade ein bisschen überfordert. Die weiß gerade nicht, wie sie diese Dinge zusammenkriegen soll und weiterhin sich mit dir verabreden soll, sich mit dir zusammentun soll, sich um dich kümmern soll. All diese Themen, ja. Und diese Person wiegt da so ein bisschen ab und ist so ein bisschen, ah, wie soll ich das hinkriegen, wie soll ich das hinkriegen? Und es kann durchaus passieren, dass Treffen abgesagt werden, dass jemand einfach sich gerade nicht mehr so viel meldet, dass jemand im Rückzug ist, sich so ein bisschen rausstiehlt oder auch, was die 7, nämlich der Schwerter auch ist, das dir nicht erzählt und du einfach nur fühlst, was ist bei dem anderen los? Du weißt nicht, was los ist. Du weißt gar nichts von den familiären Problemen oder finanziellen Problemen oder beruflichen Stress. Du weißt davon gar nichts, weil die Person das dir nicht erzählt. Die behält es für sich. Das ist, was ich hier sehe. Und du bist ein bisschen irritiert, weil es eigentlich gut lief zwischen euch oder ihr eine tolle Beziehung zueinander hattet. Und du bist so ein bisschen irritiert, weil du sagst, was ist denn? Kennt ihr das, wenn man so weiß, da ist irgendwas. Aber die andere Person redet nicht drüber. Und das ist, was ich hier sehe. Ja? Lass uns mal in die Lemmings noch schauen. Dann kriegen wir ein paar mehr Informationen. Ich habe hier den Eindruck, dass ihr euch sogar füreinander wirklich entschieden habt, für die Freundschaft oder für wirklich die Beziehung, dass ihr wirklich sagt, ja, wir haben uns füreinander entschieden, das passt gut zwischen euch. Ja, und guck mal, mit dem Mond haben wir natürlich, deine Intuition sagt dir, irgendwas ist hier gerade komisch. Der Mond ist aber auch so eine Energie, die versteckt die Dinge. Ja, es ist alles nicht ganz so sichtbar. Es ist so ein bisschen schwammig und das ist genau das. Du kannst es nicht greifen, weil die andere Person darüber nicht spricht, weil die das für sich behält. Ui, die andere Person beschäftigt irgendein familiäres Thema, ein Thema aus der Kindheit. Da ist vielleicht irgendwas wieder hochgekommen, vielleicht auch das Thema Kinderwunsch, aber generell auch einfach inneres Kind. Familiäre Themen, vielleicht kam irgendein Trauma aus der Vergangenheit nochmal hoch und der oder diejenige hat damit gerade zu tun. Es geht jetzt auch nicht darum, dass du da bohren musst und das unbedingt besprochen werden muss, weil wir müssen auch den anderen eingestehen, dass die gerade ihr Ding selber ausmachen mit sich. Ja? Aber du weißt jetzt, was los ist und vielleicht fällt es dir dann ein bisschen leichter zu sagen, hey, wenn was ist, ich bin da, aber ich akzeptiere es auch, wenn du es mit dir selber ausmachst, ja. Weil das ist hier, was ich so sehe. Vielleicht für manche auch, die, wenn das Gegenüber ein Kind hat, dann ist da auch ein Thema, ja, dass er sich um das Kind kümmern muss, dass da gerade Sorgen sind oder so. Das ist, was ich hier auch mitkriege. So, jetzt möchte ich noch einmal auf die Rückseite bei den Tarotkärtchen schauen. Ja, genau, was ich gesagt habe. Ritter der Stäbe. Diese Woche, auch hier, du kennst deinen Wert, du kommst so in deine Kraft und diese Woche kommt wieder eine neue Energie in deinen Körper. Das ist wieder dieses, du wirst quicklebendig, du wirst zum Leben wieder erwachen, so richtig, mit jeder Faser. Und die Stagnationen, die da sind, verwandeln sich. Ja? Das Glück haben wir vor allem hier in der Mitte liegen, beim beruflichen, Berufung, finanziellen. Deswegen nochmal die Einladung.
Magical Manifesto, das ist genau das, was wir hier so sehen. Ja, auch körperlich wird es wieder bergauf gehen, dir wird es wieder gut gehen, du wirst wieder Kraft in deinem Körper haben. Und hier auf Beziehungsebene weißt du einfach Bescheid, was los ist und kannst einfach da sein, ohne dich einzumischen. Das ist vielleicht für dich hier ganz wichtig zu wissen, damit du dir kein Kopfkino machst, ja? Und hier geht es wirklich darum, verwandle deine Gestalt, verwandle deine Gestalt. Es ist Zeit, jetzt voll in deinen Wert reinzusteppen, in deinen Wert auch hier. Du musst niemandem hinterherrennen und du kannst einfach die Leute ihr Ding machen lassen, weil du ganz bei dir bist. Und hier kannst du auch etwas annehmen, was dir gegeben wird, ja? Ganz wichtig, lass dich auch verwöhnen, gib dir selber gute Dinge, verwandle deine Gestalt, enthülle deine Gaben und wisse, alles hier unterliegt einem großen Plan. Du wirst gerade voll auf deinen Weg geführt, auch mit dem Eremiten, der zeigt es nämlich auch noch an. Richtig magisch. Ich danke dir, dass du da warst. Gib mir gern ein Däumchen nach oben, abonniere den Kanal und schreib mir einen Kommentar, ja? Damit gibst du auch Energie hier drauf und aktivierst für dich die tollen Botschaften hier aus der Legung. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns beim Workshop sehen, ja? Oder auch hier wieder auf dem Kanal. Bis dann, ihr Lieben, die Party.